Herr Stöckli, was sagen Sie zur Idee, eine Volksabstimmung zu machen zum Projektion 2026? Über das kann man durchaus diskutieren. Es ist weder von der Verfassung noch vom Gesetz her vorgeschrieben und bei der Planung unseres Projektes sind wir davon ausgegangen, dass es nicht nötig ist. Dementsprechend würde eine Volksabstimmung bedeuten, dass wir dieses Projekt nicht weiter verfolgen können, weil die Zeit nicht reichen würde. Wir müssen am 11. Januar 2019 beim IOC das Gesuch einreichen und die Volksabstimmung wäre dann im Juni 2019. Das ist zu spät für uns. Etwas unschön wäre, dass man während des Spiels die Spielregeln ändern würde. Das ist das, was mich etwas stört.